Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion zu einer weiteren Produktvorstellung in H0. Heute schauen wir uns eine Dampflokomotive der Firma Trix an, um genauer zu sein, die Baureihe 44. Hier steht sie auch schon. Da gibt es gleich natürlich auch wieder Informationen zum großen Vorbild, zum Jumbo, mehr dazu gleich. Alle Fahreigenschaften der Lok sowie Sounds und natürlich auch der kleine Überblick über das Modell hier vor uns. Der Fahrplan steht, es verspricht spannend zu werden. Wir legen los. Nach dem Zusammenschluss der deutschen Länderbahnen zur Deutschen Reichsbahngesellschaft in den 20er Jahren wurde ein Programm für Einheitslokomotiven erarbeitet. Darin war auch eine neue fünffach gekuppelte Güterzuglokomotive vorgesehen. Es wurden jeweils 10 Baumusterlokomotiven erprobt und auch erarbeitet, und zwar der Baureihen 43 und 44. Schlussendlich hatte sich dann aber die Baureihe 44 durchgesetzt. Mit ihrem dreizylindrigen Antrieb war sie ganz einfach besser und effizienter als die Lokomotiven der Baureihen 43. Die Beschaffung weiterer Lokomotiven wurde erst einmal nicht fortgeführt, da die hohe Achslast nur für wenige Strecken damals ausgelegt war, denn man kann sich vorstellen, die Infrastruktur war damals natürlich nicht so ausgebaut, wie wir sie heute haben, und dementsprechend konnten auch die Strecken nicht so hohe Achslasten vertragen, wie wir sie heute haben. Erst ab 1937, nach gestiegenen Ansprüchen an die Zugförderung, hat man dann beschlossen, diese Lok in Serie zu produzieren, und zwar mit verschiedenen Ausführungen. Als Tender hat man hauptsächlich die Einheitstender Bauart 22T32 und 22T34 verwendet. Kriegsbedingt gab es damals auch einige Umbauten, und zwar hat man die Konstruktion der Lok ein wenig vereinfacht. Man hat zum Beispiel das vordere Führerstandsfenster verschlossen und auch auf die Windleitbleche verzichtet. Das sind einmal hier die Windleitbleche und hier vorne das Führerstandsfenster. Das hat man dann kriegsbedingt dann verschlossen und hat die Konstruktion dann halt so ein wenig vereinfacht. Nach dem Krieg wurden diese Reduktionen wieder aufgehoben und die Loks wurden dann wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgebaut. Einige Lokomotiven, die nach 1945 bei verschiedenen europäischen Bahnverwaltungen dann zum Einsatz kamen, erfuhren dann aber auch einige spezielle Umbauten. Die Lokomotiven konnten Züge mit einer Gesamtlast von 1200 Tonnen ziehen und auf Steilrampen sogar bis zu 600 Tonnen. Und aufgrund dieser enormen Zugkräfte hat man damals, wie natürlich heute auch noch, diese Loks mit dem Spitznamen Jumbo bezeichnet. Die Lokomotiven wurden im gesamten deutschen Gebiet zum Einsatz gebracht, wie auch in europäischen Nachbarstaaten. Ihre Höchstgeschwindigkeit lag vorwärts mit Kessel voraus bei 80 km/h und rückwärts, also Tender voraus, bei 50 km/h. Diese Lokomotiven haben damals bei der Deutschen Bundesbahn ab ca. 1955 eine nochmalige Leistungssteigerung bekommen auf dann sage und schreibe 2100 PS mit der Umstellung von Kohle auf Ölfeuerung. Auch bei der Deutschen Reichsbahn gab es solche Umbauten auf Öl- und auch auf Kohlestaubfeuerung. Die Loks schieden bei der Deutschen Bundesbahn um 1977 aus dem regulären Verkehr aus. Bei der Deutschen Reichsbahn hat es etwas länger gedauert, nämlich bis 1981, wo dann leider die letzten Lokomotiven aus dem regulären Plandienst herausgenommen wurden. Heute gibt es aber noch tatsächlich einige private Eisenbahnunternehmen, die diese Lokomotiven für Museumsbetriebe bereithalten.
Schauen wir uns das Modell in 1 zu 87 nun etwas genauer an. Wie kommt das Modell zu uns? Wir haben hier die Standard-Trix-Verpackung mit Kunststoffblister innen drin. Wir haben hier auf der Rückseite, das habe ich hier schon mal so ein bisschen drapiert, einmal einen Schuber, den man herausziehen kann, relativ einfach. Da befinden sich dann die ganzen Unterlagen drin, wie zum Beispiel hier dieses Heftchen, das finde ich sehr schön gemacht von Trix. Hier ist nämlich alles drin. Hier ist nicht nur die Auflistung der Geräusche, sondern hier sind auch allgemeine Pflegehinweise, die Übersicht der CVs. Auf der fast letzten Seite haben wir auch nochmal Pflegehinweise und ganz hinten haben wir dann das wieder etwas größere ausfallende Ersatzteilblatt. Also wirklich, hier ist alles drin, was man braucht. Mit dabei gibt es ein kleines Garantiekärtchen, was man ausfüllen kann und wegschicken kann. Dann haben wir natürlich das Wichtigste, die Lok, und auch der Zurüstbeutel fällt hier ein wenig übersichtlicher aus. Wir haben noch eine Bügelkupplung, die halt für hier vorne bestimmt ist, wenn man mit der Lok zum Beispiel Waggons ziehen möchte, sprich man möchte halt Tender vorausfahren. Ansonsten haben wir die bekanntlichen Bremsschläuche, die man relativ einfach auf beiden Seiten dran stecken kann. Und wir haben die Kolbenstangenschutzrohre. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Das ist im Prinzip hier vorne die Stangen, die vorne drauf gesteckt werden, wo im Prinzip die Kolbenstangen nach vorne ausschlagen im Original. Das hat man jetzt hier nicht gemacht, weil ansonsten hier vorne die erste Achse nicht so viel Spielraum hätte, um in die Kurven zu fahren. Also wie gesagt, sehr übersichtliches Zurüstbeutelchen. Ansonsten, die Lok ist hervorragend verarbeitet. Wir haben hier auch die Bedruckungen trennscharf und wirklich sehr gut verarbeitet. Der Tender ist komplett antriebslos. Der wird sozusagen nur hinterhergezogen. Der gesamte Antrieb befindet sich hier vorne im Kessel. Motor, Schwungmasse, alles hier vorne. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten im Prinzip nur die Kupplung und die elektrischen Verbindungen hier hinten für das Spitzenlicht. Stellen wir sie mal da so hier vorne hin. Dann haben wir die Lok ein wenig in Stichpunkten zusammengefasst. Und zwar, was haben wir hier? Natürlich, wir haben hier eine Lok der Spurart H0. Wir haben die Bahngesellschaft Deutsche Bundesbahn. Das ist die Epoche 3. Das Stromsystem, logischerweise haben wir hier eine Gleichstromlokomotive mit dem Protokoll DCC. Wir haben einen MFX-Decoder verbaut, einen Multiprotokoll sozusagen. Wir haben 5 angetriebene Achsen und zwar sind das alle hier vorne im Haupttriebwerk. Alle diese Achsen sind angetrieben. Die Achsen hier hinten im Tender laufen nur mit, genauso wie hier vorne die erste Achse. Und von diesen 5 Achsen haben wir eine Achse mit Haftreifen versehen, natürlich zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben hier im Kessel längst verbaut einen Hochleistungsmotor mit Schwungmasse. Wir haben eine Länge über Puffer von 260 mm und wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 360 mm. Das entspricht bei Rocco ungefähr dem R2. Bei den Kupplungen sieht es wie folgt aus. Wir haben einen NEM-Schacht 362 mit Kurzkupplungskinematik. Das heißt, man kann diese Bügelkupplungen einfach rausstecken, eine Kurzkupplung reinstecken und kann dann die Waggons dann wunderschön kurzkuppeln hinter der Lok. Wir haben vorne wie hinten 3 Lichtspitzenlicht mit der Fahrtrichtung wechselnd in LED-Technik. Außerdem haben wir noch Führerstandsbeleuchtung hier oben drin verbaut. Wir haben dann das Feuerbüchsenflackern. Wenn sozusagen man hier von der Seite reinguckt, kann man das sehr schön sehen. Und wir haben auch Aschekastenflackern. Das kann man hier unten sehr schön sehen. Wenn man die Lok vom Profil her sich anschaut, kann man sehr schön im Prinzip das Behältnis, sage ich jetzt mal, wo die Kohle drin ist, sehen. Und da kann man dann, wenn man dieses Ascheflackern anmacht, sehr schön dann auch hineinschauen. Alles in allem eine sehr schöne Lok. Rauch kann man natürlich auch problemlos nachrüsten. Da haben wir einmal den Rauchgenerator der Firma Märklin, den man da relativ einfach nachrüsten kann. Das ist die Artikelnummer 7226 und das passende Öl logischerweise auch von Märklin ist die Artikelnummer 02420. Ja, das soll es auch schon mit dem kleinen 1 zu 87er Modell gewesen sein. Da sind wir am Ende unseres Videos angelangt und wir hoffen, es hat euch gefallen. Zu den Artikelnummern kommen wir jetzt natürlich auch noch. Wir haben hier die Trix Artikelnummer 22980. Das ist die Gleichstrom-Variante mit Sound. Für unsere Wechselstromfahrer gibt es diese Lokomotive natürlich auch zu haben und zwar von der Firma Märklin mit der Artikelnummer 39881. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen offen sein, kein Problem, gerne hier unter das Video in die Kommentare schreiben oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Wir werden uns natürlich wie immer schnellstmöglich bei euch melden. Ihr wollt diese Lok haben? Auch kein Problem. Einfach unseren Webshop besuchen, dort die Artikelnummer eingeben, bestellen und glücklich sein. Alle Informationen zu den Loks und auch zu anderen Produkten findet ihr auf unserer Homepage unter www.modellbahnunion.com. Das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.
Lasst gerne ein Like da, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos von uns verpasst.